Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Was verbirgt sich hinter Amorg, die Rosenkreuzer? Amorg, der alte mystische Orden vom Rosenkreuz, ist eine Gemeinschaft von Menschen, die auf der Suche sind nach Erfahrungen der Seele und nach Antworten auf die elementare Frage, wer bin ich? Hören Sie heute einen Text, in welchem versucht wird, Unsagbares sagbar zu machen. Was könnte über die Grundfragen des Seins und seines Ursprungs, über das Leben, die Seele, das Wesen des Menschen und über das Mysterium des Todes aus rosenkreuzerischer Sicht gesagt werden, ohne dogmatischen Anspruch auf Wahrheit oder Vollständigkeit? Welche Antworten haben Philosophen und Mystiker, die dem Rosenkreuz nahestanden, auf diese elementaren Fragen gefunden? Wie können wir zur eigenen Meditation über die letzten Dinge angeregt werden? Sicherlich bietet Ihnen der folgende Text dazu einiges an Inspiration und gibt Ihnen einen Eindruck von der mystischen Philosophie des Rosenkreuzes. Hören Sie die Ontologie der Rosenkreuzer. Die Ontologie der Rosenkreuzer. Gott ist der universale Geist, dessen Gedanken in der gesamten Schöpfung manifestiert sind und der alles durch die unveränderlichen und vollkommenen Gesetze belebt. Die gesamte Schöpfung ist von einer universalen Seele durchdrungen, welche die eigene Natur zur Entwicklung bringt, hin zur Vervollkommnung. Leben ist das Gefäß für die universale Seele, nicht nur auf Erden, sondern im gesamten Universum. Materie verdankt ihre Existenz einer schwingenden Energie, die das gesamte Universum durchstrahlt und die in jedem Atom wirksam ist. Zeit und Raum sind Verhältnisse des Bewusstseins und keine vom Menschen unabhängigen materiellen Realitäten. Der Mensch ist dual in seiner Natur und dreifach in seiner Manifestation. Die Seele inkarniert in den Körper des Kindes, wenn es zum ersten Mal einatmet. So wird das neugeborene Kind zu einer lebendigen und bewussten Seele. Die Zukunft einer jeden menschlichen Existenz wird einesteils durch den freien Willen eines jeden bestimmt, sowie anderenteils durch das bisher entstandene Karma. Der Tod tritt dann ein, wenn eine Person ihren letzten Atemzug ausführt. Dies manifestiert die endgültige Trennung von Körper und Seele. Die spirituelle Evolution der Menschen wird durch die Reinkarnation geleitet, wobei das ultimative Ziel die Vervollkommnung der Seelenpersönlichkeit ist.
Es existiert ein dem Menschen übergeordnetes Reich, in das alle geistigen Seelen, wenn sie ihren Körper verlassen, einkehren und so wiederum die unsichtbare Welt bevölkern. Am Ende der spirituellen Evolution kehrt die Seele eines jeden menschlichen Seins in ihrer vollen Reinheit zur universalen Seele zurück und bezieht dort in voller Bewusstheit ihre göttliche Wohnstatt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns gern auf YouTube unter Amorg die Rosenkreuzer oder auf Facebook oder auf unserer Website www.amorg.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns gerne an info@amorg.de.